Herzlich willkommen bei Volltreffer. Heute mit einem Thema, das eigentlich eher als Tabuthema gilt. Und zwar Suizid bei Jugendlichen. Dazu haben wir uns heute wie immer drei Gäste eingeladen. Einmal Frau Jun Mucha vom Freunde fürs Leben e.V. Dann Frau Milka Toto von der Neuland Beratungsstelle. Und Frau Sabine Marx, Sie machen E-Mail-Beratung für Jugendliche. Mhm. Genau, wären Sie so lieb und würden erstmal vorstellen, was Sie so machen. Genau. Ja, also ich bin von Freunde fürs Leben e.V. Wir bieten keine direkte Beratung an. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärungsarbeit über die Themen Depression und Suizid. Unsere Zielgruppe sind dabei vor allem Jugendliche und junge Menschen, da wir aber hauptsächlich unseren Auftritt im Netz haben, also im Internet, auf YouTube, auf Facebook und auf unserer Homepage fnd.de. Ist unsere Zielgruppe sehr schwer kontrollierbar. Also wir stellen Informationen, Fakten und Aufklärungsformate für Depressionen und Suizid bereit. Genau, Fakten gibt es auch bei der Neuland-Beratungsstelle, wenn ich richtig bin. Was machen Sie da noch so genau? Also wir sind eine Beratungsstelle für suizidgefährdete Kinder und Jugendliche und deren Angehörige. Wir beraten vor Ort, wenn es jemandem nicht gut geht oder wenn sich jemand Sorgen um Betroffenen macht. Wir haben eine Chatberatung und eine Online-Beratung und bieten halt therapeutische Kriseninterventionen, wenn es brennt. Genau. Und sind spezialisiert auf Suizidgefährdung im Kindes- und Jugendalter. Genau, und Sie machen ebenfalls Beratung? Ja, wir machen E-Mail-Beratung. Also das ist die E-Mail-Beratung für Kinder und Jugendliche. Ein Diakonieprojekt in Kooperation mit dem Kinderkanal. Und der Fokus bei uns ist, dass wir Ehrenamtliche ausbilden. Also es ist da sitzen keine Therapeuten oder fertig ausgebildete Psychologen, sondern das sind wirklich Ehrenamtliche, die sich da engagieren. Die werden allerdings gut ausgebildet, ein halbes Jahr lang. Und da gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendtelefon werden die halt in Beratung am Telefon und per Mail ausgebildet und man kann uns wirklich rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr erreichen und Mails schreiben und bekommt dann spätestens nach 3 Tagen, nach 72 Stunden eine Antwort. Okay. Ja, es ist ja so, dass es im Jahr 2014 in Deutschland 546 Suizidfälle von Personen bis 25 Jahren alt gab. Das ist eine ziemlich hohe Zahl, aber 1990 waren sie schon bei 1059, das heißt, sie ist gesunken. Und was wir vorher nicht gedacht haben, war, dass das häufigste Mittel Erhängen war, gefolgt von Sturz in die Tiefe und Medikamenten und als letztes Überfahren. Genau, und dabei gab es auch einen großen Unterschied bei der Anzahl von Jugendlichen, die sich eben umgebracht haben. Wir haben gemerkt, dass es deutlich mehr Jungen gibt, die sich eben die Suizid begehen. Erstmal, woran liegt das? Es sind nicht wirklich mehr Jungen, die Suizid begehen. Es sind nur tatsächliche Suizide, sind mehr Jungen. Suizidversuche gibt es tatsächlich bei Frauen oder Mädchen mehr. Jungs oder Männer, dass da die Suizidzahl höher ist, liegt daran, dass die eher zu härteren Methoden, wie zum Beispiel Erhängen oder Sturz aus Höhe greifen und Frauen oder Mädchen eher zu Tabletten, die als weichere Suizidmethoden gelten. Und da ist es so, dass wenn jemand Tabletten nimmt, das dauert einfach länger, bis man dann daran stirbt. Und da ist es leichter, dass man noch Hilfe bekommt im Versuch schon, als wenn man sich erhängt oder von einer Brücke springt. Ich glaube auch, dass Mädchen einfach eher in der Lage sind, sich auch emotional Hilfe zu holen. Also sprich, es ist gesellschaftlich anerkannter für ein Mädchen, über seelische Probleme zu sprechen, über Konfliktsituationen zu sprechen. Die tauschen sich eher mit ihren Freundinnen aus. Auch besuchen sie eher eine Beratungsstelle wie bei uns. Wir haben sehr viel mehr Mädchen in der Beratung als Jungs. Das heißt, die Jungs bleiben da sehr oft alleine mit ihrer inneren Not
und erfahren ganz, ganz schwer halt eben frühzeitig Hilfe, sondern dann spitzt es sich vielleicht sehr, sehr schnell zu und dann kommt es zu einem sehr harten Suizidversuch. Also das kann ich unterstreichen. Ich finde es bemerkenswert. Bei uns schreiben Mails auch bis, also 80% der Mailanfragen werden von Mädchen geschrieben. Also die Jungs melden sich da viel, viel seltener. Wegen der Beratungsstellen. Ja. Was sind denn so allgemein die meisten Ursachen oder generell Ursachen für einen Suizid oder den Suizid eher gesagt? Mhm. Also wir haben ja vor allen Dingen mit Jugendlichen zu tun, die sich bei uns melden, telefonisch und ganz zeitnah einen Termin kriegen. Dann beraten wir die und wir stellen ganz oft fest, dass natürlich das Jugendalter ein sehr turbulentes Alter ist, also ein ganz turbulenter Lebensabschnitt mit vielen Veränderungen, aber auch Verunsicherung. Das heißt, das ist eh so eine sensible Phase und wenn dann aber auch noch andere Belastungsfaktoren hinzukommen, kann es zu einer sehr lebensbedrohlichen Phase kommen. Und die Belastungsfaktoren sind ganz unterschiedlichster Natur, also sei es Mobbing-Erfahrung oder Verlust einer wichtigen Bezugsperson oder chronischer Leistungsdruck. Oder halt eben auch sogenannte traumatische Erfahrungen. Ne? All das kann einfach in dieser sensiblen Zeit des Jugendalters nochmal zu einer Überforderung kommen. Und ganz oft sind Suizidgedanken eigentlich der Ausdruck, dass man so, wie es gerade ist, nicht weitermachen kann. Also in der Überforderungssituation einfach gerne was ändern will und gar nicht der Wunsch, wirklich zu sterben, dahinter steckt. Ja, wenn man nun eine Person hat, woran könnte man dann erkennen, dass sie suizidgefährdet ist? Also eigentlich, sobald sich irgendwie eine gravierende Veränderung einstellt. Ja? Also wenn ihr merkt, dass sich die Schlaf- oder die Essgewohnheiten gravierend verändern, sei es, weil zu viel oder zu wenig geschlafen, gegessen wird, wenn sich Persönlichkeitsmerkmale verändern, wenn sich vorab eine sehr lebensfrohe und gesellschaftliche Person anfängt zurückzuziehen und eher niedergeschlagen und hoffnungslos wird. Wenn es einen Leistungsabfall in der Schule gibt, sollte man auch nochmal hellhörig werden. Dann aber auch eher so konkretere Sachen, wenn ganz wichtige persönliche Sachen wie CDs, Musik, Klamotten verschenkt werden. All bei so Sachen sollte man nochmal nachfragen. Wobei es kann auch durchaus vorkommen, die Beobachtung haben wir auch in Mails gemacht, dass die Betroffenen oft sehr, sehr, sehr viel Kraft auch aufwenden, dass gerade ihr Umfeld es nicht mitbekommt. Mhm. Und es ihnen wichtig ist, dass niemand irgendwie ahnt, wie es in ihnen aussieht. Und sie dann so eine sehr niedrigschwellige ein niedrigschwelliges Beratungsangebot wie die Mailberatung beispielsweise oder ein anonymes Chatangebot nutzen können, um dort dann auch das erste Mal sich zu öffnen und dann auch sich zu trauen, zu sagen, wie es in ihnen aussieht. Jetzt meinten Sie ja auch schon E-Mail-Beratung und so weiter, also auch vielleicht so ein bisschen, nehmen wir jetzt mal an, ich habe über ein soziales Netzwerk, hat jemand was gepostet, wo ich jetzt die Vermutung habe, das könnte in die Richtung Suizidgedanken gehen. Woran erkenne ich jetzt genau, ob ich da handeln muss, ob da jemand suizidgefährdet ist oder nicht? Und was kann ich dann vielleicht genau tun? Im Zweifelsfall alles ernst nehmen und immer handeln. Die Person ansprechen, der Person signalisieren, dass man da ist, Gesprächsangebote machen, Kontakt halten und der Person auch klar machen, dass es Hilfsangebote von außen gibt und damit auch nicht alleine bleiben. Wenn man merkt, dass sowas im Freundeskreis passiert, im Bekanntenkreis, wenn man sieht, ein Freund postet sowas, ist es auch wichtig für jemanden, der helfen möchte, zu wissen, dass man damit nicht alleine bleiben sollte und dass du mit der Person, um die es geht, nicht alleine dastehst, sondern dass es Hilfsangebot von außen gibt für Betroffene und auch das Umfeld von Betroffenen. Also ja, das würde ich gerne unterstreichen. Also es gibt viele Hinweise, aber wissen tut man es eigentlich erst, wenn man es wirklich direkt anspricht. Also wenn man seine Sorgen äußert und auch Suizidgedanken direkt anspricht. Ne? Und die Reaktion von jemandem, der Suizidgedanken hat, ist meistens, also die werden nicht sauer oder wütend oder sind beleidigt, wenn man sie anspricht, sondern eigentlich ist die Reaktion eine große Erleichterung. Ja.
Was können da eine Eltern oder an manchen Schulen gibt es ja auch sogenannte Vertrauenslehrer tun? Was können sie tun, auch als ungeschulte Person? Was kann man da tun? Zuhören, der Person zuhören, mit der Person darüber reden, wo gerade die Probleme sind, woher dieser Zustand, in dem sich diese Person befindet, woher das vielleicht kommt. Den Kontakt halten, die Person nicht fallen lassen und den Kontakt abbrechen oder so. Und man sollte sich auch eher mit, was Betroffene viel berichten, sind vermeintlich gut gemeinte Ratschläge von ihrem Umfeld, wie, ach, mach doch einen Spaziergang, morgen scheint die Sonne wieder und dann geht es dir besser. Und das ist für die Personen in dem Moment keine Hilfe, weil so eine Krise, das ist keine momentane Traurigkeit, das ist kein Nichtwollen, das ist keine Lust haben, sondern dahinter steckt oft eine Krankheit. Und durch solche Kommentare und durch solche gut gemeinten Ratschläge fühlen sich die Betroffenen dann eigentlich nur noch schlechter, weil denen bringt das nichts, dass die Sonne scheint, und denen bringt auch ein Spaziergang nichts. Die brauchen ernsthafte Hilfe. Deswegen lieber zuhören, anstatt Ratschläge geben. Und was sollte ich jetzt tun, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte keine Hilfe, also wirklich die ganze Zeit behauptet, keine Hilfe haben zu wollen? Soll ich dem dann wirklich nicht helfen oder soll ich dann trotzdem versuchen, eben die ganze Zeit Kontakt zu ihm zu halten und mit ihm zu reden? Also ich glaube, es ist wichtig, wenn du dir wirklich Sorgen machst, dabei auch zu bleiben, zu sagen, aber ich sehe, du hast dich verändert und dir geht's ganz schlecht. Das ist mein Eindruck. Ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Und ich würde dich gerne begleiten zu einer Beratungsstelle oder zu einem professionellen Hilfsangebot. Lass uns doch einfach mal ein Gespräch zusammen wahrnehmen. Ich begleite dich dahin und dann kann sozusagen ein Profi drauf gucken und dann hast du auch als Freundin sozusagen eine Entlastung. Das ist ganz wichtig, ich glaube, bei deiner Sorge zu bleiben, bei deinen Gefühlen zu bleiben und dich nicht abwimmeln zu lassen. Und ne, wir zum Beispiel, die Beratungsstelle Neuland, die bietet auch halt eben für Freunde, die sich unsicher sind, wie soll ich das ansprechen, halt eben auch Beratung. Da kann man sich auch nochmal Tipps holen, wie man eben als Freundin umgehen kann damit. Also sollte man sich Ihrer Meinung nach sofort an professionelle Hilfe wenden und nicht erst versuchen, das allein zu lösen? Ich glaube, wie Frau Mucha gesagt hat, dass ganz oft einfach professionelle Hilfe vonnöten bei den Betroffenen. Ja, das ist in der Regel kein momentaner kleiner Zustand, der sich am nächsten Tag wieder ändern kann aus heiterem Himmel. Und ich denke, ja, für euch ist es auch wichtig, als Freundin sozusagen nicht so viel Last auf den Schultern zu haben, ne? Sondern da zu sein und freundschaftlich zu begleiten, aber das doch in professionelle Hilfe oder Hände zu geben, das ist schon und es kann auch gut tun, dass sie es einfach auch erstmal hören. Selbst wenn sie dann nicht sofort am nächsten Tag sagen, hey, ich gehe jetzt zu der Stelle und ich mache das, sondern dass sie es oft hören und dass sie auch merken, da ist ein ernsthaftes Interesse, eine ernsthafte Sorge. Und auch wenn es euch oder denjenigen, die sowas wahrnehmen, so vorkommt, oh, ich habe es ja schon gesagt und sage ich jetzt wieder, eigentlich kann es nicht oft genug gesagt werden. So, jetzt haben wir noch zwei kleine Dilemma-Geschichten vorbereitet, bei denen Sie sozusagen mal beraten sollen. Da werde ich einfach mal die erste nehmen. Das ist eigentlich nur ein Satz, aber der ist schon ziemlich hart. Wenn du dich von mir trennst, bringe ich mich um. Die Person, die das sagt, nimmt sich, sagen wir, ein großes Küchenmesser, geht ins Bad und schließt sich ein. Was sollte man tun? Die Polizei rufen. Bei Gefahr im Verzug, und das ist Gefahr im Verzug, die Polizei rufen. Sofort die Polizei informieren. Obwohl jetzt die Gefahr wäre, wenn ich die Polizei rufe, dann hört die Person das ja vielleicht. Dann also einfach, was auch immer die Polizei rufen dabei? In so einer Situation auf jeden Fall die Polizei rufen, weil wenn du nichts machst, läufst du Gefahr, dass du, dass die Person sich was antut. Du wusstest das und hast nichts gemacht und machst dich dann damit selbst auch noch strafbar. Also bei drohender Selbstgefährdung und Fremdgefährdung immer 110 oder 112. Okay. Ich bevorzuge immer die 112, weil die können sich dann auch Zugang zu eben einer verschlossenen Tür leichter verschaffen. Die bringen dann die Polizei auch mit. Und nehmen wir jetzt mal an, ich sitze zu Hause, ich bekomme von, sagen wir jetzt mal, also eine Freundin schreibt mir, dass sie sich jetzt umbringen möchte, aber dass ich es ihrer Mutter jetzt nicht erzählen darf. Also
Was sollte ich denn da tun? Also die Freundin ist bei sich zu Hause wahrscheinlich, hat sich in ihrem Zimmer wahrscheinlich eingeschlossen und sagt mir halt jetzt, dass sie sich umbringen möchte. Was tue ich dann? Soll ich ihrer Mutter nichts sagen oder soll ich wieder zur Polizei gehen oder zur Feuerwehr? Ich würde mal Kontakt zu der Person halten, auf jeden Fall Kontakt zu der Person halten, die Person durch die Situation begleiten, weil man da auch noch viel auf Personen einwirken kann, indem man eben dann nicht sagt, okay, puh, sorry, damit bist du jetzt alleine, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel. Kontakt halten, das Gespräch weiterführen, vielleicht anrufen, die Person am Telefon behalten und aber auch auf jeden Fall den Notruf rufen. Also eine allererste Frage, die mir dann einfällt, ist, okay, du hast jetzt gesagt, was du nicht willst, aber was willst du denn? Was möchtest du denn? Was wünschst du dir denn? Und da dann erstmal, genau, wie du sagst, ins Gespräch kommen und herausfinden, okay, wie ist jetzt die Situation? Und, aber auch hier läuft es letztlich darauf hinaus, wenn ihr wisst, wo jemand ist, wie er heißt, wo die Adresse ist und er droht etwas an. Also auch, das gilt auch beispielsweise für eine Gewaltandrohung, wenn ein Amoklauf irgendwie angekündigt wird, sind wir, also egal, nicht nur Jugendliche, sondern es ist jeder von uns verpflichtet, Hilfe zu rufen. Sonst ist es unterlassene Hilfeleistung und das ist, das wäre gravierend. Gehen wir jetzt von dem Szenario aus, dass sich ein Jugendlicher umgebracht hat. Da bleibt die Frage der Schuld. Da gibt es auch Gründe, zum Beispiel der Suizid aus Rache. Sagen wir, jemand wurde gemobbt und möchte jetzt den Leuten, die ihn gemobbt haben, die Schuld zuweisen, dass sie sorgen dafür verantwortlich sind, dass er sich umgebracht hat. Meinen Sie, das ist auch eine Frage der Aufmerksamkeit? Meinen Sie, einige Jugendliche bringen sich nur um, weil sie Aufmerksamkeit wollten? Oder eben, um sich nur an dieser Person zu rächen letztendlich? Gibt es sowas häufig oder tritt sowas nicht so oft auf? Naja, also was es in jedem Falle ist, ein Suizidversuch, ist auf jeden Fall ein Schrei nach Hilfe. Ja? Und das ist erstmal das, was es auf jeden Fall ist. Ob es dann noch sozusagen andere Motive gibt, kann sein, ist auch ganz unterschiedlich, aber wir müssen immer gucken, wenn eine Person so sehr verzweifelt ist, dass sie ihr eigenes Leben aufs Spiel setzt, um irgendetwas zu erzielen, dann geht es dieser Person schon richtig, richtig schlecht. Ja, und ein Suizid ist wirklich was ganz Gravierendes einfach und du hast vollkommen recht, irgendwie kommt dadurch auch sofort so eine Art Schuldfrage in den Raum. Ja, schwierig, sich da irgendwie nach der Schuldfrage dann oder um die Schuldfrage zu bewegen. So. Also ja, es kann viele Motive haben, aber es hat auf jeden Fall den Ausdruck, dass jemand wirklich extrem verzweifelt ist und keinen anderen Ausweg weiß. Ja, was sind denn so dann meistens so die Reaktionen von, sagen wir jetzt mal, Familienmitgliedern? Die fühlen sich ja auch häufig dann schuldig daran. Sagen wir jetzt mal, so eine Mutter, das Kind hat sich umgebracht, die fühlt sich ja schuldig. Rufen da vielleicht auch ab und zu Familienmitglieder an und brauchen Hilfe? Wie wird um die gesorgt? Ja, rufen auch an. Und natürlich ist es, wenn man ein Kind verliert, sehr, sehr schwer, darüber hinwegzukommen. Es hat viel Trauerarbeit, ist sozusagen vonnöten und auch wahrscheinlich längerfristige therapeutische Prozesse sind da angedacht. Ne? Ist ein schwieriges Thema, klar. Und ja, die Hinterbliebenen brauchen auf jeden Fall Unterstützung und Hilfe. Das ist ein. Bekommen Sie die auch bei Ihnen? Also bei der E-Mail-Beratung für Kinder und Jugendliche, ich sage jetzt mal salopp, verirrt sich vielleicht auch mal eine Mutter, aber das ist eher die Ausnahme von meiner früheren Tätigkeit bei der Telefonseelsorge. Da kenne ich das auf jeden Fall, klar. Dass Menschen, die einen Verlust erlitten haben, ein lieber Mensch ist gestorben oder hat sich das Leben genommen, die Anrufe gibt es, die sind zum Teil sehr, 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 sehr verzweifelt und fühlen sich auch, genau wie du sagst, schuldig und fragen sich, hätte ich es erkennen können, hätte ich irgendwas tun können, habe ich vielleicht was getan, was ihn dazu getrieben hat. Also es sind wirklich die Fragen,
die sich da die Menschen stellen und die nicht einfach so und schnell beantwortet werden können. Also das ist dann oft ein langer Weg, den die gehen. Ist so ein Selbstmord dann vielleicht nicht auch in irgendeiner Art ein bisschen egoistisch, wenn man dann seine Familie damit zurücklässt? Oder auch wenn man jetzt sich zum Beispiel vom Zug wirft, dann verursacht man ja ein Trauma bei den Leuten, die jetzt zum Beispiel im Zug saßen. Also es ist ein spannender Gedanke. Was ich denke, was wir sagen können, ist, dass ein Suizid auf jeden Fall eine Aggression ist, die in erster Linie mal gegen sich selbst gerichtet ist, aber die durchaus auch eine Außenwirkung haben kann. Und ich glaube aber, dass jetzt auch beispielsweise, wenn du sagst, jemand schmeißt sich vor den Zug, ich glaube, in dem Moment denkt er nicht an den Lokführer. Ja. Und überlegt da, oh Gott, ich muss jetzt für den verantwortlich handeln und was mute ich dem zu. Die haben so einen Tunnelblick und sind so, dass die da einfach das nicht sehen. Ich denke, da geht es auch ein bisschen um die Verfügbarkeit der Methode. Vor den Zug gehen ist halt, das ist was, das für jeden offen ist. Medikamente sind nicht für jeden zugänglich, es hat nicht jeder eine Schusswaffe. Aber sich vor den Zug werfen, das kann theoretisch, also das ist eine Methode, die einfach auch verfügbar ist. Ja. Ja. Jetzt hätten wir zum Abschluss noch eine Diskussionsfrage, die wir alle mal diskutieren sollten. Was ist mit Personen, die sagen, wir versucht haben, sich umzubringen, es aber nicht geschafft haben? Das heißt, im Krankenhaus aufwachen und was danach? Sie kommen wieder in die Schule, alle schauen sie an. Was sollen sie dann tun? Also die Personen brauchen auch unbedingt Hilfe, ne? Professionelle Hilfe. Das ist sehr wichtig, dass sie die Suizidgedanken, die sie hatten, auch ernst nehmen. Und die werden wahrscheinlich weiterhin bestehen, weil die Situation, die du gerade skizzierst, ist eine sehr schwierige. Ich gehe wahrscheinlich davon aus, dass dann die Schule auch irgendwie Bescheid weiß, dass es da einen Suizidversuch gab, oder? Ja, wahrscheinlich gehen wir jetzt mal davon aus, die Schule weiß davon. Wahrscheinlich hat es sich ja sowieso über soziale Netzwerke oder allgemein, also überall verbreitet. Was passiert dann mit der Person in der Schule? Ich meine, die schauen dann ja irgendwie alle an, oder? Ja, also was ist denn deine Erfahrung? Was würdest du denn denken? Also tatsächlich habe ich jemanden mal gekannt, die halt, ich glaube, tatsächlich Dinge in die Richtung versucht hat, aber bei uns in der Schule wusste keiner eben was Genaues und dadurch hat sich das, also man war halt sehr sensibel, wenn man das Thema angesprochen hat. So, man hat so ein bisschen geflüstert, aber sonst hat man das ein bisschen versucht zu ignorieren und einfach vorsichtiger mit der Person umzugehen. Ich denke, es ist wichtig, die Person einfach auch normal zu behandeln irgendwo und die nicht auszugrenzen und nicht auszuschließen, sondern die einfach normal zu integrieren wie jeden anderen und die ja, normal weiter mit der sprechen und die jetzt nicht ausgrenzen und vielleicht auch gar nicht natürlich das irgendwie ansprechen, wenn die Person das auch möchte, vielleicht eine Klassenstunde, auch wenn es in der Klasse bekannt ist, wenn die Person das möchte, abhalten, aber ansonsten die Person normal behandeln und ihr klar machen, okay, ich weiß, dir ist das passiert, aber für mich bist du deswegen kein schlechterer Mensch, du bist deswegen kein böserer Mensch, dir geht es nicht gut, aber du bist ein gleichwertiger Mensch und deswegen gehe ich mit dir noch genauso um, wie ich sonst auch machen würde. Ich finde es ja ganz spannend, das Thema heute ist ja auch so von wegen Suizid und Tabu und in dem Tabu steckt ja auch da was drin, das nicht anrühren, vorsichtig sein, nicht drüber sprechen. Und genau das könnte man halt auch ein Stück weit versuchen anzugehen, dass man keine Angst hat, es anzusprechen. Und sich zu fragen, ist es jetzt meine eigene Angst, weil mir vielleicht der Gedanke an Tod oder an Suizid selber Angst macht, oder habe ich wirklich Sorge um denjenigen, der den Versuch begangen hat. Und oft ist es eigentlich die eigene Unsicherheit und die eigene Angst, die einen abhält, was anzusprechen, was zu tun. Sorgen machen sich ja natürlich auch die Eltern nach so einem Ereignis. Wie gehen die denn dann damit um? Ich meine, ich würde mir jetzt vorstellen, dass die dann besonders aufpassen und versuchen, dass das Kind nie irgendwie alleine ist und dass es nie die Gelegenheit hat, sowas nochmal zu tun. Das muss ja eigentlich auch ziemlich extrem dann sein nach sowas.
ich denke, da ist das von Fall zu Fall, muss man irgendwie auch, man selbst kennt sein Kind wahrscheinlich auch am besten und da muss man von Fall zu Fall als Eltern selber entscheiden, wie man dann mit seinem Kind umgeht. Aber die Komplettüberwachung und die Einengung des Kindes, schätze ich, wird nicht wirklich die Lösung sein. Und ich denke, auch da gilt, gut den Kontakt halten, viele Gesprächsangebote machen mit dem Kind, signalisieren, hey, du bist mein Kind, ich bin für dich da, du hast das vielleicht gemacht, aber wir lieben dich trotzdem. Und wenn du Hilfe möchtest, wir helfen dir, Hilfe zu bekommen, wir gehen dann mit dir gemeinsam durch, aber du bist für uns deswegen kein schlechteres Kind, kein schlechterer Mensch. Du bist immer noch die gleiche Person, die du vorher warst und wir sind da, um dir zu helfen. Zum Schluss hätten wir jetzt noch ein Thema, was leider jetzt auch in Deutschland das ein oder andere Mal passiert ist. Erweiterter Suizid, Stichpunkt Amoklauf an Schulen, der ja auch öfters mit Suizid geendet hat. Mhm. Ist das meistens ein Fall, wenn man gemobbt wurde, also wenn man sich wirklich an vielen rächen möchte, weil man immer ausgegrenzt wurde oder... Sind die Ursachen dieselben, quasi? Also das kann man immer nicht so pauschal sagen, ne, weil es wirklich von Fall zu Fall immer sehr unterschiedlich ist. Aber ich glaube, was schon ähnlich ist, ist, wie du sagst, also so eine Art von Isolation, nicht der Zugehörigkeitsgefühl irgendwie im Kontext und eine Art von sich rächen oder Macht erfahren, ne? Sowas liest man ja ganz oft dann von den Amok-Tätern. Und da kommt wirklich diese Aggression, ist da halt sehr stark betont. Dieses Aggressive und andere dann auch mitschädigen. Nicht nur sich selbst, sondern das auszuweiten. Ja, also ich persönlich assoziiere jetzt zum Beispiel auch mit Selbstmord nicht genau diese Aggression, sondern eher Schwäche, sage ich jetzt mal. Mhm. Weiß ich nicht, also ich meine, wir sind jetzt auch langsam schon am Ende, wollte ich nur noch mal gesagt haben, so. Ist nämlich sehr interessant, dass eben diese Aggression gegen sich selber das war mir vorher zum Beispiel noch nicht bewusst, deswegen ist es total toll, dass wir jetzt darüber geredet haben. Wobei ich da sagen muss, Suizid und Suizidalität ist keine Schwäche, ja. Das ist, das meistens liegt da eine Erkrankung zugrunde, die Person ist in einem schlechten emotionalen Zustand und das ist keine Schwäche. Und es sollte sich keiner, der Suizidgedanken hat oder psychische Probleme hat, schwach fühlen, weil das ist nicht so. Eine Person, die sich das Leben nimmt, nimmt sich nicht das Leben, weil sie schwach ist, sondern weil sie wahrscheinlich sehr verzweifelt ist und weil sie eventuell auch psychisch krank ist, aber nicht, weil sie schwach war. Genau, deswegen ist es so gut, dass wir nochmal so darüber geredet haben. Ich bedanke mich dafür, dass Sie alle da waren und ich bedanke mich auch mal an den Zuschauern, dass ihr so schön eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr tut das auch beim nächsten Mal und dann haben wir bestimmt wieder so ein interessantes Thema und so nette Gäste und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.